Im heutigen Video wollen wir noch einmal auf das Halbfinale mit deutscher Beteiligung in der Europa League zurückblicken. Bayer 04 Leverkusen gastierte beim AS Rom im sogenannten Olympiastadion. Rund 3000 Leverkusener reisten mit großer Unterstützung von Freunden aus Offenbach in die italienische Hauptstadt. Neben der knappen 0:1 Niederlage gab es jedoch noch einen weiteren Wehmutstropfen für die Bayer-Fans zu beklagen. Kurz nach der Halbzeitpause ereignet sich der erste Vorfall im Gästeblock. Eine Frau aus Deutschland wird von einer vollen Flasche aus dem Heimbereich der Römer am Kopf getroffen und geht zu Boden. Nach einer intensiven ärztlichen Behandlung im Block war die Frau schließlich wieder ansprechbar und wurde im Anschluss gestützt von Krankenhelfern aus dem Block geleitet. Dies sollte jedoch bei weitem nicht die einzige Flasche gewesen sein, die an diesem Abend in den Leverkusener Gästeblock geflogen kam. Während des Spiels mussten auch zwei weitere Bayer-Fans von Sanitätern im Block behandelt werden, nachdem auch sie Platzwunden durch Flaschenwürfe am Kopf erlitten. Auch berichteten mehrere Fans, dass massenhaft E-Zigaretten von Seiten der Romanhänger geworfen wurden. Doch damit noch nicht genug. Wie sich während der Partie herausstellte, war ein Teil der geworfenen Flaschen tatsächlich mit Urin befüllt, den die Römer wohl anscheinend frisch hinter der Kurve abgezapft hatten, nur um ihn in die Flaschen zu füllen und diese auf die Leverkusener zu werfen. Allgemein gab es in Rom vor und nach dem Spiel mehrere Einzelübergriffe auf Gästefans aus Leverkusen. Dabei wurden auf größtenteils unfaire Weise einzelnen Bayer-Fans unter Anwendung roher Gewalt Schals und T-Shirts gezogen. Auch auf dem Platz musste Lev federn lassen und verlor mit 1:0. Erwähnenswert ist in jedem Fall noch die ansehnliche Choreografie der mitgereisten Leverkusener zu Beginn des Spiels. Dabei wurde ein simples Farbmuster mit Papptafeln sowie einem mittigen Bayer-Logo im Auswärtsbereich gezeigt. Ob es am kommenden Donnerstag auf und abseits des Platzes eine Revanche vom Bayer gibt, bleibt abzuwarten. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.